begrüße dich jetzt alle nochmal offiziell und wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Agina Trader Helpdesk. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass wir auch in diesem Jahr die Webinarreihe fortsetzen können mit natürlich Carsten Berger, unseren Agina Trader Experten. So, Carsten wollte eben schon loslegen, deswegen beeile ich mich, weil ich will seine Zeit auch nicht stehlen. Und ja, besprechen ganz kurz den Risikohinweis, denn auch in diesem Jahr dient diese Veranstaltung nur zu Informations- und Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, unabhängig von dem, was uns Carsten heute zeigt. Denn am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, dann, lieber Carsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß und ich bin natürlich im Hintergrund. Danke, Nelson. Falls noch eine Frage kommen sollte zu einem bestimmten Thema, MT5 zum Beispiel, da werde ich dich dann nochmal fragen. Aber das kommt erst ziemlich in der Mitte, sage ich mal, wenn ich gleich mit Fragen bombardiert werde. So, machen wir mal die Bildschirmübertragung erstmal klar. So, das müsste jetzt der Bildschirm sein. Ja. Schönen guten Abend an alle, die beim Agina Trader Helpdesk mit dabei sind. Ich habe es eben schon im Vorspann gesagt, der noch nicht aufgezeichnet wurde, dass ich mich besonders freue, diese Reihe auch in diesem Jahr fortzusetzen. Einmal im Monat Agina Trader Helpdesk mit FX Flat. Denn der Agina Trader ist ja ein ziemlich umfassendes Trading-Tool und von daher ist es immer gut zu wissen, wie man das Ding auch richtig bedienen kann. So, jetzt klicken wir mal weiter. Den Risikohinweis, den habt ihr ja schon vom Nelson bekommen. Den könnt ihr euch gerne hier nochmal durchlesen. In der Aufzeichnung natürlich einfach auf Stopp dann drücken. Wer ich bin, okay, Carsten Berger, 53 Jahre alt, Beruf Diplom-Verwaltungswirt, lebe 10 Kilometer südlich von Berlin in Rangsdorf, bin aber gebürtiger Berliner. Und wir kommen auch gleich zum Helpdesk, denn die meisten kennen meine Vorstellung vielleicht schon von den anderen Webinaren, die ich auch mit FX Flat zusammen mache, das Perlentauchen unter anderem. Die Informationen zu mir habt ihr jetzt bei euch einfach mal wahrscheinlich durchgelesen. Deswegen kommen wir gleich weiter. Was erwartet euch heute? Und zwar der Agina Trader und das Team, was da im Hintergrund arbeitet, wird natürlich immer weiter verbessert. Und was liegt denn jetzt nicht anderes näher, als dass man sich über die neuen Fähigkeiten des Agina Trades mit der aktuellen Version, die ich jetzt zum Beispiel gerade im Test habe und auch benutze, nämlich die Version 2.7.5.207. Was gibt es da eigentlich Neues und was liegt da eigentlich der Unterschied? Und wenn ihr jetzt dieses Update vielleicht schon aufgespielt habt oder aufspielen wollt, dann gibt es einiges zu beachten, damit ihr euch nämlich euren mühsam erstellten Arbeitsplatz nicht kaputt macht. Denn das kann auch passieren und dann einige Sicherheitsvorkehrungen möchte ich euch einfach mal kurz mit an die Hand geben. Und natürlich eure Fragen rund um den Agina Trader. Einfach reinstellen, was ihr für Fragen habt. Wenn wir das hier machen können, wenn sie zu speziell sind, dann meldet euch einfach nochmal bei mir über die Kontaktadresse, die ihr noch bekommt, per E-Mail und dann kann ich mir Problem ansehen und euch dann recht zeitnah antworten. Na klar, gibt es auch ein kleines Angebot mit auf dem Weg von mir und zwar, wenn ihr ein Konto bei FX Flat eröffnen wollt, entweder die Schiene für das CFD-Konto oder eben ein TWS-Konto über IB, das quasi läuft, könnt ihr das gerne über meinen Link machen, der auf meiner Homepage ist. Und bekommt dann jeweils eine Stunde gratis. Und zwar auch für den Kauf eines Agina Trader Produkts. Die Internetadresse seht ihr unten eingeblendet. Klickt dann einfach auf das jeweilige Logo. Das ist falsch. Das müsste eigentlich FX Flat stehen und nicht CapTrader. Das ist ein Fauxpas von mir. Also da steht dann auch für FX Flat logischerweise drin. Und dann klickt ihr einfach auf das Logo von FX Flat. Im Vorfeld bitte einfach mir kurz Kenntnis geben, E-Mail an cb@tradercoach.de, dass ihr bei FX Flat ein Konto eröffnen wollt. Und dann könnt ihr
damit rechnen, dass das alles glatt geht und ich mit euch eine 1:1 Coachingstunde via Zoom mache. Da helfe ich euch bei der Installation oder halt, wenn es um Trading-Fragen geht, natürlich um das Gleiche oder technische Fragen zum Agena-Trader. So, kommen wir auch gleich zum Update und zwar die 275-Version. Ihr kennt das alle. AgenaTrader läuft bei mir zum Beispiel auf dem PC und also auf dem Desktop-PC am Schreibtisch, weil ich da mehrere Bildschirme habe, 3 an der Zahl und ich da einfach von der Performance her einen sehr leistungsstarken Rechner habe. Aber wenn ich jetzt auf Reisen gehe, zum Beispiel zum Coaching außerhalb oder zum Seminar oder auf die WOT zum Beispiel, dann habe ich meinen Laptop mit dabei. Und dann kommt nämlich die Frage, wie mache ich das, dass ich das, was ich sonst auf dem Desktop benutze, nun auf meinen Laptop bekomme. Und da muss man halt das Ding, die Dateien entweder als Backup auf den USB-Stick kopieren und dann den USB-Stick in den Laptop stecken und dann das Backup hochladen. So kann man das machen. Das geht auch, aber man muss es halt machen. Wenn man es vergisst, hat man den Laptop dabei ohne den AgenaTrader in der aktuellen Version zu haben und auch nicht die aktuellen Trades drin zu haben, weil die Datei, die wichtig ist, die alle Trades speichert, eure Einstellung, die liegt dann halt auf dem Desktop-PC. Deshalb die Frage, ja okay, wie kann man das eigentlich machen? Nutzen wir den AgenaTrader in der Cloud? Nein, wir lösen letztendlich dieses Problem. Mit der 275-Version ist der AgenaTrader nämlich in der Lage, das in der Cloud zu machen. Und zwar in Form eines Servers. Also AgenaTrader bietet eigenintern den Dienst an, einen Server zu haben, der über AgenaTrader läuft. Und dann kann man nämlich aus dem normalen Webbrowser die 100%ige Funktionalität des AgenaTraders über den Browser nutzen. Da wird wahrscheinlich überwiegend empfohlen, den Google-Browser Chrome zu nehmen. Der hat aber die höchste Performance. Und man kann die 100%ige Funktionalität somit nutzen. Praktisch, ja, ihr loggt euch einfach ein mit eurem Laptop, wenn ihr unterwegs seid, oder sogar mit eurem Handy und könnt dann das Ding mit einer guten, stabilen Internetverbindung dort benutzen. Finde ich gut, die Lösung. Ist natürlich nicht kostenlos. Könnt ihr euch bei der Seite agenatrader.com dort mal informieren, was es kostet. Ich glaube, das Professional Paket kostet dort ungefähr 69 Euro im Monat. Es gibt natürlich auch noch Alternativlösungen, wenn man sich selbst so einen Server mietet und den selbst einrichtet. Da muss man sich ein bisschen auskennen und das zusammenklicken. Da kommt man günstiger bei weg mit der sämtlichen Vorinstallation, mit all dem, was ihr braucht. MetaTrader 5, die TWS und den AgenaTrader. Das bietet und ist eigentlich eine recht günstige Lösung, über 69 Euro monatlich und auch monatlich kündbar, glaube ich. Wenn ihr jetzt natürlich euren Arbeitsplatz fertig gemacht habt, dann habt ihr natürlich das Problem, dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt das Ding zwar oben auf dem Server liegen, aber wie kriege ich eigentlich meinen persönlichen eingerichteten AgenaTrader nach oben? Das macht ihr natürlich ganz klar mit einem Backup. Ja. Ihr macht ein Backup, in dem Programm ist es ja ganz klar enthalten, unter dem Hauptmenü und dieses Backup löst ihr, ladet ihr quasi hoch und das installiert ihr dann da und dann habt ihr euren Arbeitsplatz relativ fix in der Cloud. Auch Fragen, die mich immer wieder erreichen, sind die, na, wenn ich das jetzt installiert habe auf meinem Desktop und es gleichzeitig oben auf dem Server habe, wie ist es mit meiner Lizenz? Naja, ihr kennt das ja, Entweder-Oder-Prinzip. Wenn ihr das Ding, den AgenaTrader, startet, dann habt ihr dort die Lizenz aktiviert. Geht ihr jetzt an euren Laptop und startet dort den AgenaTrader, dann werdet ihr darauf hingewiesen, dass ihr entweder den einen dann aktivieren und deaktivieren müsst. Also ihr könnt es nur einmal live haben, Entweder-Oder-Prinzip. Und deshalb ist es immer besser, wenn ihr überhaupt noch dann mit dem AgenaTrader arbeitet und diesen Weg des Servers wählt, dann dort auch die Arbeit mit dem AgenaTrader zu vollziehen, denn dann habt ihr das auf allen Geräten gleich. Weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass ihr
keinen so hochperformanten Rechner braucht. Denn die Rechenleistung, die da erbracht wird, liegt natürlich dann beim Server. Und das Ergebnis wird dann halt relativ fix über die Internetleitung an euch übertragen. Also ihr könnt das im Endeffekt mit einem Tablet machen oder halt auch mit einem Laptop, was eine gute Browserfunktion hat, eine Interface-Verbindung, und die Performance an sich in diesem Laptop spielt dann nicht so eine große Rolle, als wenn man das lokal installiert hat. Das dazu. Was haben wir noch? Ja, der Server ist natürlich 24 Stunden online. Ja, ihr müsst jetzt nicht immer sagen, ich habe den Rechner zu Hause an, sondern die Stromrechnung liegt dann halt bei dem Server. Und da habt ihr eine 24-Stunden-Verbindung zwischen Arduino Trader und der TWS. Das ist alles so eingestellt, dass die dann, wenn die sich not trennen sollte, wieder verbunden wird. Das sind die 24 Stunden. Was passiert, wenn Windows ein Update machen würde, also diese Serverversion, wenn die ein Update erfährt? Da habt ihr nämlich natürlich nicht das Problem, dass das auf einmal einfach passiert und ihr mitten im Trading auf einmal rausgeschmissen werdet, sondern das kann man manuell dann aktivieren und sagen, jetzt habe ich eigentlich keine, sage ich mal, Trades, die ich gerade eröffnen möchte oder so. Und dann kann ich das Windows manuell anstoßen und dann läuft das so durch, ohne dass ich jetzt mal überrascht auf einmal getrennt werde. Wer mehrere Bildschirme benutzt, der kennt das Problem, wenn man in deinem Server unterwegs ist, dass es meistens nur auf einem Bildschirm geht. So wie ich es weiß, ist das bei Arduino Trader so, es gibt drei Versionen, einmal die normale, dann die Professional und einmal für die institutionellen. Das ist die teure Version für 99 Euro im Monat. Da ist es bei der institutionellen so, dass dort auch mehrere Bildschirme bedient werden können über den Server. In der Professional soll das in Form eines Updates bis Ende des Jahres realisiert werden. Also da könntet ihr im Endeffekt nur einen Bildschirm benutzen. Ich nutze den Arduino Trader mit meinem Tool. Ich habe zwar drei Bildschirme, aber die brauche ich auch für andere Sachen. Eigentlich auf einen Bildschirm. Und 24 Zoll Bildschirm. Mehr brauche ich eigentlich dafür nicht. Alles andere ist für mich Komfort. Wenn ich mehrere Bildschirme benutze, habe ich halt eine größere Arbeitsfläche. Das ist wie beim Schreibtisch. Und darauf muss man halt dann achten. So, jetzt gucke ich mal kurz nach den Fragen, bevor wir dann zum Fundamental-Screener kommen, bei dem sich was geändert hat. Der Günther fragt, welche TWS-Version für die Arduino Trader Mercury? Jetzt muss ich sagen, die Mercury-Version, da kannst du eigentlich die TWS-Version nehmen, wie du möchtest. Ich würde dir die Stable-Version empfehlen. Es gibt ja mal die Latest-Version und die Stable-Version. Nutze bitte einfach die Stable-Version, weil das die stabilste ist und nicht immer die letztgeupdateste von IB oder von FX Flat, weil Interactive Broker steckt ja dahinter, die dann zu benutzen, also Stable-Version. Kannst du umstellen, wenn du schon installiert hast und hast dieses Tool, diesen Button von der TWS, klickst du drauf und dann gehst du unten auf diesen Pfeil, kann ich dir kurz mal zeigen vielleicht, wie das aussieht, wenn ich startet, ich muss immer auf meinem anderen Bildschirm starten, dass du da umstellen kannst. So, da ist sie. Und hier unten sind weitere Optionen und hier ist die Version. Da habe ich umgestellt auf Stable, es gibt auch Latest, also Stable, stabil. Hat nicht die letzten Updates, aber damit arbeitet der Arduino Trader immer sehr zuverlässig zusammen. Das Update, was jetzt gerade wir besprechen, hat aber auch im Hintergrund einige Verbesserungen vorgenommen, die dann auch die Verbindung zu der Latest-Version verbessern soll. Ich empfehle aber immer noch die Stable, bis sich das andere dann auch in der Praxis bewahrheitet. Nochmal der Günther. Wo bekomme ich Aktienlisten S&P 500 und 100 und so weiter her? Gute Frage. Der Arduino Trader hat ja die Aktienlisten S&P 500 und Nasdaq 100 schon hinterlegt. Also die sind implementiert und diese Listen kann man dann letztendlich
universell nutzen, solange man Aktien handelt. Ja, wenn man CFDs hat, dann haben diese CFDs, jetzt muss man wieder unterscheiden, nutzt man CFDs von FX Flat zum Beispiel oder nutzt man CFDs, die bei Interactive Brokers gehandelt werden können. Da ist der Unterschied, die Listen von FX Flat, die müssen halt anders sein als die von Interactive Brokers, die CFDs, weil die eine ganz andere Kennung haben. Ja, kann ich mal kurz zeigen, bevor wir dann zum Fundamental-Screener kommen. Ich schiebe mal kurz den Arduino-Trader aufs Feld. Tools, Einstellungen, Instrument, Escode ist da die richtige Ansprechanwendung. Hier schon FX Flat drauf habe, aktuell auf dieser Version. Text. Nee, warum ist die da nicht drauf? Wahrscheinlich ein neuer Rechner. Okay, also jedes Instrument, also eine Aktie hat ja eine Kennung, ein Symbol, zum Beispiel wie Daimler. DAI.de, das ist die Daimler-Aktie. Und wenn man jetzt ein CFD handeln würde, dann benötige ich die Kennung, im Endeffekt die Beschreibung von FX Flat für den entsprechenden CFD. Und die ist dann hier unten auch nochmal, muss auch gemappt sein. Ja, ihr seht jetzt hier, ist FX Flat nicht gemappt in dieser Version bei mir. Und so muss man auch eine andere Liste zusammenstellen. Deswegen ist immer die Frage, wenn man mit der TWS angeschlossen ist, dann sind die Listen implementiert. Dann bekommt man sie, wenn man den Chart zum Beispiel öffnen will, über, sagen wir mal, ListChart-Gruppe öffnen. So, dann habe ich hier oben die Instrumentlisten. Jetzt nicht erschrecken, da sind meine eigenen noch drin. Und dann sieht man hier S&P 500. S&P 100 und dann nochmal jeweils 100 Stück unter Stück. Wenn ich die öffne, dann habe ich die Symbole für Aktien drin, also richtig reale Aktien. Wenn ich die Liste von FX Flat haben möchte, dann muss ich mir die Liste selbst ein bisschen zusammenstückeln, weil sie hat FX Flat sortiert nach deutschen CFDs für Aktien und nach amerikanischen CFDs. Aber das ist kein Problem, die kann man sich auch selbst zusammenklicken, dann geht das. Wo sehe ich meine Positionen von der TWS? Die Positionen, jetzt ist die Frage in der TWS oder im Arduino Trader, die Positionen. Positionen in meinem Tool sehe ich die immer hier unter Trades. Wenn man die Arduino Trader aufmacht, ich muss immer sagen, wenn man die Mercury Version hat, hat man etwas weniger Funktionalität. Also manche Sachen kann sein, dass sie nicht funktionieren, die ich jetzt hier zeige, weil ich habe ja die Galaxy-Version oder Andromeda. Galaxy ist ein etwas noch darüber, weil ich das Tool schon etwas länger nutze. Wo sieht man das? Unter Tools. Und dann habe ich hier Trading-Informationen. Und da kann ich sehen, was für Orders ich aufgegeben habe, welche abgelaufen sind, welche ich gesetzt habe. Und wenn es darum geht, was habe ich denn überhaupt für Positionen, dann ist der Trade Manager auf jeden Fall die richtige Wahl. Da kommt dann sowas raus wie Symbol, offene Gewinne realisiert, Einstieg, Ausdruck, Datum und so weiter und so fort. Ganz viele Informationen. Dann im Screener ist die Zahlenanzeige nach Update sehr blass geworden. Ja, kann man jetzt aber alles einstellen. Ganz genau, Michael, das ist auch Thema hier, da komme ich gleich nochmal zu. Kennst du einen Weg, fragt Carsten, schönen Gruß an meinen Namensvetter. Kennst du einen Weg bei FX Flat und IB, wie man das gleichzeitig nutzen kann, um CFD von beiden zu handeln? Ja, das geht. Und zwar muss ich das natürlich über Kontoeinstellungen realisieren. Ich muss mal kurz den Fragenkatalog ein bisschen auseinanderziehen. So, dann komme ich da mal hin. Ich muss natürlich erstmal meine Konten deaktivieren hier unten, damit ich überhaupt in die Kontoeinstellung komme. Tools, Einstellung, Kontoverbindung. So.
Und hier sieht man meine Konten, die ich habe, meine Datenfeeds, die ich halt nutze, oder Demo-Feeds oder Demo-Konten. So, wenn ich jetzt einen Datenfeed hinzufügen möchte, dann kann ich das über Hinzufügen machen in dem Fall. Und wir nehmen mal an, wir haben ein Aktienkonto unter dem Namen Coach. Das müsste dann hier bei Broker noch angehakt sein. Das ist bei mir zwar Datenfeed, aber egal. Das entsprechende Konto sitzt dann dahinter. Und wenn ich jetzt noch einen Broker hinzufügen möchte, dann muss ich immer darauf achten, dass ich nicht das gleiche Instrument eingestellt habe. Ist ja klar, wenn ich ein CFD handeln möchte und der andere Anbieter hat auch als Broker ein CFD, dann weiß natürlich der AT nicht, wo willst du denn jetzt eigentlich deine Order hinschicken? Zu Broker A oder zu FX Flip? Und das kann man natürlich einstellen. Geht man auf Hinzufügen. Dann sage ich jetzt mal FX Flat. Muss man jetzt hier auswählen. Entweder ist man Professional, das steht auch schon dahinter. Die meisten werden in die Kategorie gehen. Klickt dann darauf. Muss dann natürlich logischerweise seine ID eingeben, entscheiden, ob es ein Demo ist oder ein Realkonto. Und natürlich bei einer Kontoeröffnung immer, wenn man das mit Agina Trader verbinden will, vorher eine Nachricht an den Support von FX Flat schicken, weil die müssen dann einfach mal diese Anbindung an den MetaTrader, wenn das gewünscht ist, sagen wir mal, die Verbindung ändern, dass halt dass kein ja, eine Gegenposition gleichzeitig eröffnet werden kann, sondern nur in eine Richtung gehandelt werden kann, wenn die Position geschlossen werden muss. Darauf muss dann das Konto umgestellt werden. Deswegen ist es wichtig. Wenn ich das alles habe und klicke dann hier auf Fertig, kann ich jetzt wieder nicht machen, weil ich die Daten jetzt hier nicht live eingebe, dann habe ich ein weiteres Konto. So. Und wenn ich dann auf Datensheets oder Konten gehe, was ich handeln möchte, dann muss ich natürlich hier einen entsprechenden Umstellung vornehmen. Ja? Das ist wichtig. Und wenn ich hier eingestellt habe, Datenfeed zum Beispiel, ist dasselbe wie gehandelte Instrumente. Ich handle hier meinetwegen CFDs, dann darf woanders dasselbe Wort CFD nicht auftauchen. Und wenn ich bei dem einen Broker Aktien handeln will und bei FX Flat will ich CFDs handeln, dann kann ich das mit der Einstellung tun, da beißt sich nichts. Weder im Datenfeed noch in der Broker-Einstellung. So, was ich die Frage damit beantworten, müssen wir mal kurz lesen. Noch mehr Fragen? Also die Einstellung in dem Fall, wenn man bei FX Flat CFDs handeln will, hier oben CFD, genauso wie als Broker und Datenfeed, das ist das Gleiche. Wenn man es bei Konten macht oder links, das darf sich nicht decken. Ja? Also wenn ich jetzt auch CFDs anhaken würde, dann würde er sagen, was willst du? Wenn ich hier noch spezifischer eingehen will und CFDs über IB handeln will, das mal ein Konto kann man natürlich auch über FX Flat eröffnen. Dann kann ich hier nochmal differenzieren und sagen, ja, wenn ich mit dem und dem Konto verbunden bin, dann möchte ich CFDs handeln und dann gehe ich hier auf CFD und kann dann hier nochmal Märkte mit reinnehmen und halt einen anderen Markt bestimmen, der meistens hier unten nochmal irgendwo aufgeführt wird. Letztendlich fehlt jetzt noch ein XCFD zum Beispiel, dann kann ich sagen, okay, dann gehen alle die diese Börse in diesem Markt, das einfach nur eine Untersortierung haben, dort zu entsprechenden FX Flat, wenn das ein FX Flat Konto wäre. Und dann kann man das damit separieren. Und hier muss ich halt dann wieder einstellen, okay, was habe ich jetzt hier für einen entsprechenden anderen Markt? Ja, da kann man einfach eine andere Börse zuteilen. So. Nächste Frage. Okay. Dazu kommen wir mal später.
Datenfeed machen wir mal später, kommen wir nämlich auch gleich zu. Okay, machen wir kurz weiter. Sprung in die Änderung. Ihr kennt alle den End-of-Day-Screener vielleicht. Und jetzt gibt es nach dem Update im Endeffekt für diejenigen, die schon etwas länger dabei sind, die haben jetzt zwei Screener drin. Ja, das sieht halt so aus. Man hat hier das Wort, den Tab Haupt, das Menü Haupt, und dann kommt man auf Neu und dann kann man sagen, entweder End-of-Day-Screener oder Fundamental-Screener. Wo ist dann nun der Unterschied? Der End-of-Day-Screener bezieht seine Daten, also die ältere Version, bezieht seine Daten aus dem Internet und fügt die dann in so eine Art Raster ein. Ihr kennt das auch letztendlich von Finvis, das sieht so ungefähr so ähnlich aus. Und dann bekommt man sein Ergebnis. Der Fundamental-Screener hat etwas weniger Leistungs. Die Daten liegen auf dem Agena-Trailer eigenen Server und sind dadurch etwas schneller. Und man kann letztendlich das auch später in der Weiterentwicklung, das finde ich wirklich sehr spannend, in der Weiterentwicklung kann man das, diese Daten dann auch, das ist aber erst ab der 2.8-Version, möglich, diese Daten in Conditions, also heißt bei der Signalerstellung, mit einsetzen. Und Earnings zum Beispiel, also die Daten, wann überhaupt ein Unternehmen seine Zahlen bekannt gibt, könnte man dann als Form eines Indikators im Chart darstellen lassen oder halt sogar in ein Signal einbauen. So könnte ich mir vorstellen, bitte zeige mir nur Aktien an, die erst in 2 Wochen Earnings haben. Und vorher, wenn da Aktien sind, dann bitte nicht oder so. Also so könnte ich es mir vorstellen. Man könnte auch sogar das Ding als Indikator letztendlich machen. Ja? Dass man vielleicht sagt, okay, die EPS-Daten unterhalb des Charts mit einfügen, das auch wieder zu sagen, okay, vielleicht 3-mal gestiegene EPS-Daten könnte ein Signal sein. Also ich bin gespannt, was da kommt. Ich finde das sehr, sehr innovativ, was in meine Strategie auch mit hineinspielt. Wenn man noch Fundamentaldaten mitscreent, dann verringert man ja die allgemeine Zahl der Aktien und von daher finde ich es ein gutes Tool. Für die, die jetzt relativ neue Versionen gekauft haben, beim Agena Trader nicht wundern, der alte End-of-Day-Screener ist dann da wohl nicht mehr im Menü vorhanden. Ja, habe ich angesprochen, schnelleres Screenen ist letztendlich möglich und finde ich auch ganz gut. Eine weitere Funktion, das hat jetzt der Michael auch angesprochen, die ein Update gemacht haben, das habe ich auch erlebt, so wie ihr, die haben halt festgestellt nach dem Update, irgendwie sind die Zahlen irgendwie hellgrün und irgendwie kriegen das meine Augen nicht richtig hin. Ich rede jetzt mal von diesen Zahlen oder bei mir zum Beispiel, in meinem Tool waren diese Zahlen hier hellgrün. Und auf grau, hellgrün, da muss man wirklich eine doppelte Stärke pro Lauf setzen. Ich habe da nicht viel erkannt. Und habe das an das Agena-Team auch geschrieben, recht früh. Und die haben super drauf reagiert. Und das kann man jetzt einstellen. Ja. Das Ganze findet ihr unter Tools, Einstellungen, Konfigurations-Escort, also den Einstellungs-Escort. Und dann habt ihr hier das Menü Watch. Ja. Ich weiß nicht, warum das Watch heißt. Ich könnte mal schauen, weiß ich nicht, Schrifteinstellung oder so. Da hat man einige Spielereien mit eingebaut, aber auch das ganz Wichtige, dass ich halt sagen kann, ist noch nicht übersetzt hier auf Deutsch, dass ich hier die Background für helle Hintergründe anpassen kann und für dunkle Hintergründe anpassen kann. Ist ja klar, wenn jemand einen dunklen Hintergrund hat, dann sieht sich die Farbe vom Kontrast letztendlich immer anders aus. Und Rot auf Schwarz kann ich zum Beispiel überhaupt nicht erfassen. Von daher kann man das jetzt selbst individuell einstellen und so habe ich das Problem gelöst. Ihr seht, die Farbe hier oben von der Zahl ist die gleiche wie hier und das kann man machen. Was kann man noch machen mit dem Tool? Da kann ich auch gleich in die Präsentation zurückkommen. Man kann zum Beispiel einstellen, Blinken des Kurses. Ja, kennt ihr aus dem Internet, es gibt gewisse Seiten im Internet, ich glaube TraderFox auch, da blinken alle Kurse, wenn man die aufmacht. Also für mich ist das nichts. Ja, ich mag lieber weniger Informationen. Je mehr blinkt und je mehr sich bewegt, desto
weiß nicht, mehr Entscheidungen müssen mein Gehirn fällen. Und ich bin eher der Typ, der das ein bisschen gemächlicher und strukturierter haben möchte. Aber man kann es einstellen. Ja. Dann gehe ich halt hier drauf. Wann ist Refresh-Rate? Wie schnell soll sich das anpassen? Und könnte man natürlich sagen, wie soll das gehighlightet werden? Dann steht hier Highlight. Und dann könnt ihr auch einstellen, wie die Linien sind. Dazwischen die Farbe hier, Grid Color. Auch die im Screener, die verschiedenen Unterteilungen, ob die eine dicke Linie sein soll oder welche Farbe die haben soll, aber gar keine. Das könnt ihr alles machen. Es blinkt dann entweder die Zahl auf, ja, wenn sie positiv ist, also steigt grün, fällt der Wert, dann blinkt sie halt rot oder sogar der Hintergrund kann so eingestellt werden. Wer das braucht, kann das gerne tun. Ist jetzt für mich nicht so relevant. MT5 Connector. Das ist schön, aber das Bild brauchen wir gar nicht dafür. Aber ihr kennt alle die Anbindung zum MetaTrader. Und zwar gibt es ja MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Und MetaTrader 5 muss natürlich, wenn man jetzt ein FX Flat Konto hat, wo man CFDs handelt, muss der installiert sein. So, das ist auf alle Fälle schon mal gut. Und den Connector, wenn man den jetzt anschließen möchte, das wäre eine Verbindung, also eine Kontoverbindung. Ne? Wenn ich jetzt natürlich in den AT gehe, dann wäre das wieder eine Kontoverbindung, also müsste ich ja wieder über Tools Einstellungen eine Kontoverbindung hinzufügen. Wir gehen davon aus, der MetaTrader 5 ist installiert und ihr habt FX Flat davon informiert und gesagt, hey, ich möchte meinen Agina Trader an den MT5 anschließen. Ja, eine E-Mail an den Support, dann wissen die Bescheid, okay, wir stellen das Konto um. Ja, die Sache mit den Gegenpositionen eröffnet, das geht bei Agina Trader nicht. Wir öffnen und schließen Positionen. Beim MetaTrader könnt ihr ja sogenannt hedgen auch und gleichzeitig Long und Short in einem Instrument gehen. Das geht ja mit MAT nicht. So, dann stellt ihr das ein. Und wenn ich jetzt sage, hinzufügen Konto, dann kann ich ja sagen, okay, wo finde ich das? Wir machen jetzt hier Test. Und dann werdet ihr sehen, es müsste irgendwie MetaTrader auftauchen. Ja, M ist schon vorbei. Das würde dann hier stehen. Warum steht da nicht MetaTrader 5 Connector? Ganz einfach, das Agina Trader Team ist dort noch in der sehr, sehr weit fortgeschrittenen Beta-Phase mit FX Flat. FX Flat arbeitet da sehr, sehr gut mit dem AT-Team zusammen. Ist, glaube ich, kurz davor, das wirklich, sagen wir mal, hundertprozentig zu realisieren. Und das gibt es im Moment nur auf Anfrage, also eine E-Mail an das Agina Trader Team. Und dann werdet ihr dafür freigeschaltet. Wo Vielleicht ist kann ich hier nun? Ja, einfach jetzt. ganz kurz was ergänzen. Also wir haben die Beta-Phase tatsächlich jetzt erfolgreich abschließen können, auch dank vielen User, die mitgemacht haben. Und tatsächlich kann man jetzt auch bei uns offiziell das Ganze dann anfragen und sich dafür auch freischalten lassen. Das ist schön. Das ist umso besser. Ja. Da habe ich gleich eine Frage an dich, Netzen. Der Unterschied zwischen MT4 und MT5, hat das auch was mit der Anzahl der möglich handelbaren Instrumente mit dem Agina Trader zu tun? Also Habe ich nur gehört. grundsätzlich, genau, grundsätzlich vielleicht erstmal die Unterschied im Hintergrund mit dem MetaTrader 5 sind viel mehr Möglichkeiten, was die Produkte betrifft, möglich, auch die Anzahl. Und hier ist auch der größte Unterschied, dass wir über den MetaTrader 5 auch die Futures anbieten können und somit auch im Agina Trader dann auch zur Verfügung stehen. Und in der aktuellen Situation ist es allerdings so, dass das ähnlich wie bei mit der Verbindung mit der TWS ist, dass hier die gleichzeitige Anfrage auf 100 begrenzt ist. Okay. Ah, okay. Das wusste ich noch nicht, aber das weiß ich jetzt. Und alle, die das Video und damit bei sind. Das ist schon mal eine gute Information. Okay. Dann werden die Listen, das weiß ich auch, wenn man sich das erste Mal verbindet mit dem MT5 von FX Flat, dann dauert das ein bisschen länger, dieser Ladevorgang, weil der Agina Trader hat ein Cache-System, das heißt, er lädt die Historien runter und zieht sich dann auch diesen Listenaufbau von FX Flat mit runter.
Ihr könnt natürlich die Listen dann, wenn alles unten ist und die erste Verbindung durch ist, könnt ihr natürlich eure eigenen Listen über den Instrument Escort erstellen, ne? Also von daher, das ist sehr flexibel. Das habe ich schon erwähnt und natürlich, das habe ich auch nicht vergessen jetzt, die Futures handelbar sind. Finde ich auch ein tolles Feature und das kann ich so viel. Der weitere Vorteil mit dem MT5 Connector ist natürlich, darf man auch nicht verschweigen, dass man letztendlich mit jedem MT5, egal welcher Broker, damit connecten kann. Also ich würde natürlich bei FX Flat auf jeden Fall connecten, weil das ein sehr zuverlässiger Broker ist, der schon lange am Markt ist und der einen ganz, ganz tollen Support hat und super Produkte. Also von daher seid ihr da gut aufgestellt. Und sie sind die Grundentwickler dieser Idee zusammen mit Atea. Das finde ich schon toll. Haben ja viele darauf gewartet. Ich habe auch mega viele Anfragen bekommen, wann das endlich soweit ist. Und da konnte man nur sagen, Leute, das müssen die Software-Profis machen, die da programmieren. Und ich bin ja kein Programmierer. Und toll, was sie da geleistet haben. So, dann bevor ich zum nächsten Thema komme, gucke ich nochmal auf die Fragen, die hier wirklich zahlreich reinkommen. Wir waren da stehen geblieben. So, ich habe eine Algina-Trainer-Lizenz für Andromeda. Das ist gut, habe ich auch. Und zwar muss ich ein Datenfeed kaufen oder habe ich eine Verbindung mit IB über API auch Echtzeitdaten? Danke, Gruß Ingmar. Ingmar, das ist auch eine Frage, die kommt ganz, ganz häufig, das Problem mit den Datenfeeds. Erstmal kann ich sagen, generell kostet Datenfeed Geld, außer ihr habt eine Anbindung an FX Flat und handelt dort CFDs, dann nämlich die Daten von FX Flat. Das kostet nichts. Das ist schon mal ein Vorteil für kleine Konten. Auf jeden Fall. Denn, jetzt kommen wir zu dem Thema, wenn ihr Datenfeed haben wollt, wie gesagt, und über IB handelt, dann könnt ihr einen kostengünstigen Datenfeed über IB letztendlich ordern, der dann auch einen Kickback hat, letztendlich, wenn ihr eine besondere Anzahl von Trades Anzahl durchgeführt habt, dann ist dieser Datenfeed dann umsonst. Wo ist jetzt der Haken? Der Haken ist dabei, dass es, wie Nelson ja auch schon erwähnt hat, im Endeffekt über diese API-Schnittstelle, ist wie ein Flaschenhals, kann man sagen, bis zu 100, glaube es sind nicht Instrumente, sondern geöffnete Charts. Also es ist jedenfalls eine Restriktion dahinter. Ihr könnt halt innerhalb einer bestimmten Zeit nur eine bestimmte Anzahl von Instrumenten anfragen. Beispiel, klassisches, S&P 500 wollt ihr screenen, habe ich 500 Aktien roundabout drin und ihr connectet jetzt mit IB und dem Datenfeed, dann sagt ihr, ups, ja, Historien-Overflow, melde dich mal wieder in 10 Minuten. Dann kannst du nochmal 100 Stück anfragen. Ja, braucht ihr also 50 Minuten, um den S&P 500 zu screenen. Also viel Zeit habe ich nicht. Also der IB-Direkt-Feed ist A, sage ich mal, restrikt billig, günstig, hat aber diese Restriktion drin, dass man nur 100 Instrumente letztendlich abfragen kann. Und wenn man dann mehr screenen will, dafür ist ja der Algina-Trader prädestiniert, kann man das halt gar nicht richtig effektiv machen. Also schließt sie aus. Handelt jemand nur 10 Aktien, dann ist es egal. Dann kann ich auch das nehmen. Kann ich auch diesen Datenfeed nehmen, ne? Oder bestimmte Future. Die Qualität des Datenfeeds ist aber auch entscheidend und ich weiß, dass da eine bestimmte Anzahl von Ticks gesammelt werden und dann im Paket rübergeschickt werden und dann werden halt bestimmte Anzahl von Ticks geschluckt. Das machen fast alle, weil letztendlich ja so viele Umsätze da sind und Kursstellungen, dass da ein bisschen was verschluckt wird. Bei IB ist es aber häufiger der Fall. Also die Anzeige, sage ich mal, ist da nicht so effektiv. Also brauchst du einen Datenfeed und der Datenfeed extern sind Daten dafür Aktien. Das muss man selber nicht, ob man jetzt Future haben will, Aktien, das kommt drauf an. Ja, und die Kosten sind halt für, kann ich sagen, ich bin bei Teletrader und habe dort Realtime-Daten für Xetra und Realtime-Daten für Nasdaq und NYSE-Börse. Und noch diverse End-of-Day-Sachen dazu und zahle so um die 70 bis 80 €. Ist monatlich kündbar, ist Teletrader, muss ich gleich was zu sagen, im Moment nicht verfügbar. Kommt aber wieder, das Thema habe ich gleich nochmal. Also ich hoffe, ich konnte ein bisschen
Weiter. Doch die Frage, was brauchst du? Ne? Echtzeitdaten, wirklich brauchst du Realtime, ist immer am teuersten, Level 1, Level 2. Am besten schreibst du mich einfach mal an per E-Mail, dann Adresse kommt er dann gleich danach. Michael, Taipanet kommen wir noch zu gleich, Datenfeed. Genau, der Carsten hat geschrieben, ja, ich habe das Problem, 100 Charts offen zu haben. Das ist ein Problem mit Screenern, die viele Werte haben. Dieses Problem hat der MT4 nicht. Ja, vielleicht wird man das irgendwann mal vielleicht beheben. Das könnte man ja gleich so weitergeben. Wenn man dann ein paar mehr Daten noch screenen könnte, Instrumente, wäre das schon cool, Nilsen. Aber vielleicht gibt es das mal weiter an die Technik, wenn das Habe ich Ganze noch schon, ein bisschen habe ich schon. mitmachen. Weil das ist, glaube ich, genau der Punkt. Die Leute wollen halt doch ein bisschen mehr. Da habt ihr einen absoluten Vorteil. Ob das technisch umsetzbar ist, weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke mal, das wird vielleicht noch kommen. So. Genau. So, dann machen wir kurz weiter mit dem Programm. Was hat sich noch geändert? Wer Futures handeln will? Der Kalender hat sich ein bisschen geändert. Ja, ihr kennt das Tool, immer das Rollen. Wann läuft ein Future aus? Das macht der Agina Trader ganz gut. Und zwar die Daten von der CME und auch für die Eurex zum Beispiel zeigt er dann an, jetzt neuerdings Dinge in Gelb. Ja, ihr seht dann halt ein gelb unterlegtes Feld und das heißt, das haben wir jetzt mal hier Cash Settled Butter, also wer Butter handeln möchte. Ich habe noch keinen kennengelernt, der Butter gehandelt hat, aber okay, ich kaufe die immer bei Aldi. Haben wir jetzt im August, am 31. August, leuchtet da was gelb aus und es sagt mir, im Moment bin ich, ja, wo es grün leuchtet, im Januar, in dem Kontrakt 2. Februar drin. Und gelb sagt mir, hey, aber die meisten Umsätze in diesem Future finden im August statt. Also müsste ich dann mit rechts auf die 31. August klicken, also sprich dahin, und dann dieses Kontrakt aktivieren. Warum macht man das? Man will natürlich oft in dem Future handeln, wo der meiste Umsatz stattfindet, weil die Kursstellung da einfach besser ist. Und so kann man das halt umstellen. Das ist halt neu, dass da halt auch die Umsätze angefragt werden. Und so habe ich auf alle Fälle schon mal eine Übersicht, welchen Future ich dann jetzt letztendlich nehme. Vorher musste ich ja immer ein bisschen probieren, gucken, ist jetzt da schon mehr Umsatz als in dem Bereich, wo ich gerade jetzt handle, in dem derzeit. Ja? Das sind so höheres Volumen, CME, Eurex. Und jetzt kommen wir direkt zum Datenfeed-Thema. XTIC, was ist das eigentlich? Im Bereich des Agina Traders. Was ist eigentlich mit Yahoo los? Weil bei den letzten Webinaren habe ich noch gesagt, Mensch, Yahoo läuft noch. Was passiert da eigentlich? Und was ist mit Teletrader für alle, die bei Teletrader waren und die jetzt gar nicht mehr auf der Homepage von AT finden? Was sind da im Moment die Sachstände? Traurige Nachricht, weil immer beliebt gewesen, jahrelang, kenne ich noch, wo ich eingestiegen bin mit Agina Trader. Yahoo ist wirklich abgeschaltet. Das heißt, es wird demnächst auch gar nicht mehr in den Kontoverbindungen auftauchen, in den neuen Versionen, und wird demnächst völlig abgedreht. Ja, schade, aber gut zu wissen. Was ist bei XTIC mit drin? XTIC ist ein Datenfeed, der auch vom Server wieder von Agina Trader kommt. Da sind die ersten 150 Kurse der Instrumente kostenlos. Die kann man bei über dieses Tool, was ich gerade jetzt hier offen habe, und zwar My Account, das ist bei euch oben im Agina Trader, wo eure Lizenzen letztendlich drin sind. Da kann man raufgehen und ganz nach unten scrollen bei XTIC und dann seht ihr hier XTIC 1000, XTIC 500 und XTIC End of Day All. Und da könnt ihr einfach eine Demo beantragen, klickt dann da drauf, Demo anfordern. Ich glaube, es ist 4 Wochen freigeschaltet und könnt gucken, ob eure Instrumente da alle mit bedient werden. Bei XTIC End of All, also der größten Version, glaube ich, liegt ihr bei 15 Euro im Monat. Ist wirklich nur End of Day. Und da sind, glaube ich, jetzt 6.500 Werte ungefähr. 150 Werte werden kostenlos geliefert und dafür braucht ihr eigentlich gar nichts beantragen, sondern ihr könnt dafür eine entsprechende Liste aufmachen. Das heißt, alle, die jetzt IB-Datenfeed sagen, okay, 150, haben wir schon mal 50% mehr.
Und wir sprechen hier von Instrumenten und nicht von Charts. Und die sind jeweils für Tag, Woche und Monat okay, weil alles, was sich aus den Tagesdaten errechnen kann, kann der Engineer-Trader ja umrechnen, Woche und Monat. Also wenn jetzt hier einer einen 2-Wochen-Chart haben will, oder das geht auch, oder einen 2-Monats-Chart, kein Thema. Ne? Wie das geht, kann ich euch mal kurz zeigen. Auch wieder Kontoverbindungen, Tools, Einstellungen, Kontoverbindungen hinzufügen. Und jetzt hoffe ich, dass da Xtechno 3 ist. Schauen wir mal. Da, darauf klicken, weiter. Und das Schärfste, man muss hier gar nichts eingeben. Ne? Verbindungseinstellung, No Parameter, ist fertig. So. Jetzt mappt er hier im Hintergrund, zieht sich natürlich alle Daten. Das kennt ihr ja auch, wenn ihr woanders euch anschließt. Und gut, das lasse ich mal im Hintergrund laufen, dann habe ich das auch gleich. Dann kann ich euch weiter mit meiner Folie befeuern. Wo ist das jetzt? Folie, komm wieder. Jetzt kann ich den AT nicht zumachen. Hey, das ist witzig. So, da ist er. So, was kann man da noch machen? Verbindung ohne Zugangsdaten, gerade live gezeigt. Hier testen über MyAccount, das ist das, was ich links habe. Da könnt ihr einfach anfragen und mal auf alles, @FreeAll zum Beispiel testen. Und jetzt kommen wir zur Frage Teletrader, weil der ja weg ist. Ne? Und Teletrader, Datenfeed kommt wieder. Wann genau ist noch nicht sagbar, weil wie letztendlich sind sie in der Verhandlung und da wird etwas neu aufgestellt und dann kann man wahrscheinlich auch wieder Teletrader als Datenfeed nutzen. Finde ich schon mal eine nette Sache, weil Alternativen sind ja immer gut. Ne? Vorteil bei Teletrader ist zum Beispiel, dass sie relativ schnell sind, relativ fix sind, sind aber auch letztendlich auch wieder auf 500 Werte. Das kann man auch sich natürlich finanziell ein bisschen erhöhen, indem man auf 750 geht, wird etwas teurer. 750 Historien eingeschränkt. Kommen wir zur Michaelsfrage. Taipan, neue Schnittstelle. Was ist das? Was kann die? Das ist nämlich genau der Gegenspieler von Teletrader, der auch Aktien hat und auch über Futures. Das ist halt der Vorteil bei Taipan. Sie haben keine Beeinschränkungen oder Restriktionen hinsichtlich der Anzahl von Instrumenten, die ihr screent. Also wenn ihr da wirklich 2500 Signale abarbeitet mit 2500 verschiedenen Werten, dann könnt ihr das machen. Also das geht, das dauert natürlich, wenn die ganzen Vars da bis zu 1 Million an Perioden runtergeladen wird zum Beispiel, dann dauert das. Geht aber mit dieser neuen Schnittstelle schneller definitiv als mit der alten COM-Schnittstelle. Und ein Vorteil natürlich ist, dass dieses Taipan.net, auch dieses Taipan.net findet ihr unter dieser Kontoverbindung, da steht einmal Taipan. Und Taipan.net, wer die neue Schnittstelle will, muss dieses Taipan.net unter Kontoverbindung auswählen, ist aber noch nicht bei jedem verfügbar. Und der Vorteil ist, dass ihr im Endeffekt, kennt ihr ja als Taipan-User vorher immer dieses Taipan Realtime starten musstet und erst dann damit connecten konntet. So ähnlich wie mit der TWS, TWS starten, Engineer-Trader anschließen und dann könnt ihr darüber handeln. Und das fällt weg. Ihr braucht also gar keine Zusatzsoftware mehr zu starten, sondern das funktioniert dann so. Wie gesagt, ist nicht für alle Lizenzen verfügbar. Vielleicht auch im Moment schon. Könnt ihr einfach mal reinschauen bei euch oder die Kontoverbindung, ob das so der Fall ist. Müsst ihr also, wenn ihr einen Taipan-Datenfeed habt, einfach eine neue Kontoverbindung anlegen und das dann dort umsetzen mit euren entsprechenden Zugangsdaten. Was ist noch ein Vorteil? Algina Trader kann ja auch Optionsdaten, auch wenn das jetzt nicht mein Handelsansatz ist, bin eher ein Freund von einfachen Dingen und nicht so Mathematik verliebt. Optionsdaten wisst ihr ja auch selber und Optionsscheine zum Beispiel, die haben zwar nichts damit zu tun, sind ja mit sehr vielen Kennzahlen und sehr vielen griechischen Zahlen verwandt und ich bin gerne für einfache Sachen, Aktienhandel zum Beispiel, ist für mich einfacher. Aber da kommt auf jeden Fall auch, dass der Junior Trader kann, nämlich Optionen, kommt da der Datenfeed dann dadurch. Das ist noch in der Umsetzung. Wann das realisiert wird, weiß ich noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil.
So, für die Leute, die jetzt hier Fragen haben, noch tiefer greifen, die können natürlich gerne über meine E-Mail-Adresse die Fragen an mich direkt schicken und dann werde ich die auch beantworten. Und ich komme jetzt mal noch zu weiteren Fragen. Genau, also wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die noch stellen. Ansonsten sind wir, glaube ich, schon fast durch mit den Fragen. Können wir mal ein bisschen nach unten scrollen. Nutze die Zeit. Noch bin ich da. Mal gucken, ob mein Finanztrainer das jetzt schon gemappt hat. Ja, schon fertig. Jetzt habe ich dieses X-Tick hier drin. Jetzt können wir auch gleich mal gucken, ob Taipan.net hier drin ist. Taipan.net, ihr seht hier das alte Taipan. Da braucht ihr noch diese Zusatzsoftware, während ihr hier bei dem Taipan.net nochmal weiter die Zugangsdaten eingebt, auf Fertig klickt und dann könnt ihr euch schon damit verbinden. Also eine schöne Sache, finde ich, denn ihr wisst ja, jedes Tool, was ihr zusätzlich startet, benötigt ja dann auch ein bisschen Ressourcen auf eurem PC. Und wie gesagt, die neue Schnittstelle bietet ja dann auch eine viel größere Breitbandvielfalt als die COM-Schnittstelle. Okay, dann wollte ich euch noch sagen, was man tun muss, wenn man jetzt hierhin gelangen möchte, nämlich zu dieser 2.75207. Ja, die Frage, die ja auch kam, wo finde ich denn überhaupt meine aktuelle Version? Das ist hier rechts unten. Wenn es da ein Update gibt, was vom Agina Trader Team freigeschaltet wurde, dann gibt es links neben dieser Zahl so einen grünen Pfeil, der nach unten zeigt. Das heißt, klick mal da drauf und dann lädst du dir die entsprechende Version runter und die wird dann, da läuft dann erst noch ein Backup-Programm durch. Und dann lädt es automatisch die Version runter. Und dann klickst du auf Ja und dann installiert es die neue Version. Meine Empfehlung, dringende Empfehlung, dass man vorher selbst noch ein Backup macht. Also überhaupt Backup. Die Einstellung könnt ihr im Endeffekt hier so lassen. Ihr seht, mein Tool ist ein bisschen umfänglicher, der benötigte Speicherplatz ist hier 727 MB. Lasst das einfach mal so durchlaufen. Wie gesagt, Agina Trader stößt dann bei einem automatischen Backup das auch nochmal an, aber ich sage, wenn man doppelt hält, besser. Wer noch sicherer gehen will, der sucht sich das Agina Trader Verzeichnis und kopiert es selbst. Ja, so hat man es früher gemacht, bevor das Backup Tool eingeführt wurde. Ich mache das gerne zweimal. Dann habe ich ja zwei Möglichkeiten, mir meinen Arbeitsplatz wiederherzustellen. Und ihr wisst ja, wenn ihr lange dran gesessen habt, dann ist das relativ schwierig. Ne? Also, wie komme ich zu dem Verzeichnis, wo Agina Trader liegt und was ist da eigentlich das entscheidende Verzeichnis? Geht auf Tools, Einstellungen, Konfigurations-Escort. Hier unten habt ihr Verzeichnisse? Klickt drauf. So. Das entscheidende Verzeichnis, das ihr benötigt, wo euer ganzer Krimskrams drin ist, wie Trades, wie Orders, wie Einstellungen, Chart, alles, ne, ist das User-Verzeichnis. Das Datenverzeichnis, da liegen dann so Sachen drauf wie Screenshots, kann man mitnehmen, ist in der Regel recht umfangreicher als das Agina Trader User-Verzeichnis. Klickt dann auf diesen Pfeil, dann kommt ihr dorthin. Wo sind denn jetzt gelandet? So, ja, ich hole den ran. So, das ist mein Verzeichnis. Und so sieht das aus. Es liegt also bei mir auf D. Das wird, können bei euch standardmäßig auf C liegen. Ich habe es etwa anders hingelegt, auf eine externe Platte. Und dann sind alle diese Verzeichnisse mit der Markierung. Also ich drücke dann auf diese Pfeiltaste, wo man halt eine Großschreibung macht, markiere es. Und klicke dann mit rechts dort auf Kopieren und kopiere das mir wieder in ein Verzeichnis. Und zwar nenne ich das dann Sicherung, Agina Trader, Datum, hast du nicht gesehen. Somit habe ich alles, was hier drin ist, gesichert. Also
für diejenigen, die nicht so eine Erfahrung dieses User-Verzeichnis beinhaltet, zum Beispiel auch die Signale. Ja? Die ganzen Signale, die man irgendwann mal erstellt hat oder die jetzt hier in meinem Perlentaucher-Tool auch mit drin sind, das sind eine ganze Menge. Und das möchte man nicht verlieren, denn da steckt auch eine Menge Zeit drin. Ja? Also da könnt ihr nochmal ein manuelles Backup letztendlich machen, zusätzlich zu dem tollen Tool, was der GinaTrader drin hat, nämlich dem Backup-Tool. So, bevor ihr aber jetzt immer noch das Update letztendlich initiiert, indem ihr auf den grünen Pfeil klickt oder euch das Update manuell holt von der GinaTrader-Seite, solltet ihr euren Arbeitsplatz wechseln. Also mein Arbeitsplatz ist hier Perlentaucher Strategie 1.3. Das ist jetzt kurz vor der Fertigstellung des Updates, was meine Leute kostenlos immer bekommen, die ich gecoacht habe. Da ist es auf jeden Fall ratsam, einfach mal den Arbeitsplatz umzustellen. Und jetzt werdet ihr sehen, auch hier gab es eine Änderung beim Update. Arbeitsplatz zum Beispiel könnt ihr, wenn ich jetzt meinen nehme, TraderCoach 1.3 sehen, hey, wann hast du denn das letzte Mal deinen Arbeitsplatz gespeichert? Arbeitsplatz ist das, was ich sehe. Also alle Tabs, alles, was hinter ist, das, was ich sehe. Und da kann ich jetzt sagen, das ist die letzte Version, was ihr gerade jetzt aktuell seht. Oder halt, ich nehme die vom 19. Januar 20.14 Uhr oder vom 17. um 17.32 Uhr. Wenn ich irgendwie was versaubeutelt habe, kann ich da zurückhalten. Also das ist immer neu. Aber ihr sollt, bevor ihr das Update macht, auf jeden Fall den Arbeitsplatz auf Default stellen. Auch hier gibt es verschiedene Versionen. Und das ist der von AT ausgelieferte Arbeitsplatz, der da kommt, um einfach, sagen wir, eure Conditions oder so, die ihr drin habt, bei dem Update hier zu schützen. Das ist einfach eine Erfahrung, tut einfach ein bisschen mehr Not vor dem Update, kann ich euch nur empfehlen. Und danach im Update schaltet ihr wieder auf euren Arbeitsplatz zurück. Ja, also ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Dann habe ich hier noch eine Frage, kannst du was zu Traders Yard sagen? Nutzt du das? Was ist der Sinn dahinter, Carsten? Ja, ich bin selbst auch bei Traders Yard, nutze es relativ gering. Warum nutze ich es nicht? Weil es für mich nicht strukturiert ist. Also ich habe da auch eine kleine Gruppe von 120 Leuten, aber wir können uns da im Endeffekt austauschen, aber die Beiträge rutschen einfach, wie man das überall kennt, weg. Also wird da viel geredet, rutscht ein wichtiger Beitrag weg. Ich habe keine Struktur. Das soll der Austausch sein. Ich selbst nutze ein anderes Tool, extern von der GinaTrader. Das ist auf jeden Fall für mich eine bessere Wahl, weil ich halt, ich nutze das Slack zum Beispiel in unserer Gruppe, da hat man halt richtige Absätze, kann untereinander einzelne Chats aufrufen. Also es ist wesentlich strukturierter. Die Idee der Traders Yard finde ich gut. Die Umsetzung finde ich im Moment noch nicht zielführend. Vielleicht ändert sich das ja. Angeregt habe ich das auf jeden Fall. Läuft jedes Add-on mit der neuen Version problemlos? Ich habe das Markttechnik-Add-on von Olli. Ja, von Olli. Da habe ich bei der Entwicklung selber mitgeholfen. Eine Zeit lang. Olli ist ein guter Freund von mir. Das kann ich gar nicht sagen. Ihr müsst euch immer vorstellen, jedes Add-on hat ja meistens noch eine eigene Programmierung dahinter stehen. Was heißt, ihr habt damit zu tun, dass ihr mit drei Leuten im Endeffekt arbeitet. Ihr arbeitet einmal mit dem Olli. So war auch bei anderen Add-ons so. Ja, außer bei meinem, bei mir ist nichts programmiert. Ich nutze das aus, was im GinaTrader vorhanden ist und reize den bis zum geht nicht mehr aus. Das heißt, wenn dort mal ein Fehler passiert, dann wende ich mich an Gilbert und an den Support und sage, Gilbert, ihr habt irgendwas verändert, das ist aber Standardware und müsstet ihr wieder beheben. Wenn jetzt ein Add-on habt, was ja auch von Olli auch sehr gut ist, dann steckt da eine etwas schwierige Programmierung hinter. Und wenn das Update von der GinaTrader was vorsieht, was noch nicht berücksichtigt worden ist, dann kann das natürlich zu Fehler führen. Logischerweise. Deshalb immer mit dem Olli connecten und sagen, du hast schon Erfahrung dahinter, wie sieht es denn aus? Ich würde nicht als Erster immer gleich ein Update machen. Also ich sage meinen Leuten immer, Leute, diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, lasst mich erstmal vorspringen in den Teich, gucken, ob da Piranhas drin sind. Ich teste das eine Weile und sage euch, mir ist nichts aufgefallen, könnt ihr machen. Also man muss nicht immer der Erste sein, der das testet. Ein bisschen Zeit vergehen. Never change a running system, ist da so ein bisschen der Leitsatz.
Markttechnik-Add-on von Olle läuft mit der neuen Version, läuft das auch mit, dann habe ich es auch. Gut, Carsten, es freut mich. Markttechnik-Tool, super, wenn es läuft. Dann kommt ja auch, das gibt ja verschiedene Markttechnik-Tools mittlerweile. Wenn das so läuft, das ist ja mega gut. Ja, dann ist die Stunde ja schon fast rum. Ja. Mein Gott. Okay, die hat heute schon wieder zugelegt. Ja, nicht verkehrt. Okay, dann danke ich euch für die tollen Fragen. Also ihr habt wirklich super mitgemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, was das neue Update bringt. Ich konnte gleichzeitig eure Fragen beantworten. AT-Team hat dazu ein Video gemacht, das dauert ein bisschen länger als 2 Stunden. Ich wollte die wichtigsten Features hier mal kurz ansprechen für euch. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Könnt euch ja anmelden, entweder auf meiner Homepage mal vorbeischauen, da stehen die Termine jetzt auch demnächst drauf, oder bei FX Lab schauen. Und von daher freue ich mich auf die nächste Session, wünsche euch einen schönen Abend und bedanke mich bei Nelson, dass wir das wieder gemacht haben. Ja, ich muss mich bedanken an der Stelle, dass du für uns die Zeit gefunden hast und mit uns hier das Webinar machst. Vielen, vielen Dank. Helpdesk haben wir wieder am 17. Februar und wir hören uns aber auch schon nächste Woche dann mit Perlentauchen. Darauf freue ich mich auch und vielen Dank auch an allen Teilnehmern ja, fürs Live dabei sein und natürlich auch die Fragen hier im Chat. Da hat mich auch sehr gefreut und wünsche noch einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund und wenn Sie Lust haben, dann nächste Woche hier wieder mit Carsten zum nächsten Webinar. Also, bis dahin alles Gute. Tschüss.